Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde ARK. Ich habe mich mal ein bisschen im Internet schlau gemacht. Mein Ansatz war schon gar nicht so verkehrt, allerdings habe ich jetzt was gelesen, wie man Eier auszubrüten. Da soll man dann bis zu 14 Lagerfeuer setzen, das Ganze in einem geschlossenen Raum. Und dann soll das Ganze wohl irgendwie das Niveau eines Toasters annehmen und dann sollte sich das Vivan-Ei darin auch wohlfühlen. Das sollten dann etwas über 100 Grad sein. War mein Grundgedanke gar nicht so verkehrt. Ich würde da tatsächlich sagen, einen geschlossenen Raum könnte man relativ schnell umbauen und dann da ordentlich Feuerchen drin machen. Mache ich das hier drin oder mache ich das draußen? Eine Vivan. Ich könnte natürlich auch mit dem Ei das Vieh in der Vivan-Schlucht ausbrüten. Na gut, aber ich krieg den kleinen Scheißer. Ja, doch, über den Teleporter würde ich ihn nach Hause bekommen. Das ist nicht so einfach. Dann machen wir mal Folgendes. Wir bauen jetzt hier mal einen umbauten Raum, der möglichst geschlossen ist. 14 Lagerfeuer, ich bitte dich. Stück, das sind 7. Jeder Seite Lagerfeuer. Wir gucken mal. Ich probiere es mal. Ich habe ja eh nichts zu verlieren. So. Feuer. Dann nehmen wir mal hier. Da, da, da. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Das sind 7. Ich brauche insgesamt 7. Klimaanlagen stand da, naja. Ich meine, Strom hätte ich. Klimaanlagen. Was kostet mich denn eine Klimaanlage? Polymer. Viele Metallbarren, na toll, das ist eigentlich genau das, was ich gerade nicht entbehren wollte. Okay, dann machen wir das mit dem klassischen Feuerchen. So, Holz. Wir nehmen uns Holz mit. Holz. Ich und mein Holz. 200. Ah, machen wir 2000 Holz hier. Das kann so schwer nicht sein. Oh doch. Machen wir 1000 Holz. Habe ich die jetzt mitgenommen, die Lagerfeuer? Nee, natürlich nicht. Hallo? Bitte einmal öffnen. Inventar. Und dann hätte ich gerne mal die Fireplaces. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben immer noch ein Fireplace haben wir über. Den setze ich mal hier hin. Dann packen wir jetzt hier überall Holz rein.
Ups, ich höre da schon wieder meine Katze. Nein? Das habe ich mir nur eingebildet. Na, ich lasse es mal leicht auf hier. Wenn sie will, kann sie rein. Lalala. So, dann lass uns mal hier hin. Und die zünden wir nachher hier alle an. Geschlossenen Raum. Naja, ich baue noch gleich was drumrum. Ich hoffe, ich fackel hier nicht die Bude ab nachher. Rein. Ich habe ja genug Holz mit. Ach, nee, nicht so viel. Nanny ist da. Ich muss das jetzt einmal umbauen. Das muss gar nicht mal so hoch sein. Drei Sailings. Ich hole mir jetzt noch mal Wände. Nö, ne? Ich hab Durst. Mir ist langweilig. Sind wir bald da? So. Schön einen hinter die Kiemen gegossen. Was habe ich denn noch an Bauteilen hier rumliegen? Sailings, das ist schon mal gut. Die brauche ich. Herstellung, Strukturen. Gib mir noch mal drei Sailings hier. Sechs Stück. Dann brauche ich Wände. Da mache ich jetzt aber keinen großen Aufriss draus. Wände. Wände hier unten natürlich. Zwei. Ich hoffe, das passt alles so, wie ich mir das vorstelle. Bin mir da noch nicht sicher. Du bist überladen. Tatsächlich. Ne, das geht noch. Wenn ich mal groß bin, werde ich stark. Feuer, ihr seid doch irre. Meine Fackeln packe ich da nachher auch noch mit rein. So. Inventory, ich brauche mal die Sailings hier. Soll das reichen hier? Für das Ei? Ich bin mir nicht sicher. Sechs. Zieht das hier durch? Ich riskiere es einfach mal. Gubbel, 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 gubbel. Genau, das machen wir hier einfach zu. Oder nee, warte, ich mache das nochmal anders.
Hatte ich da kein Holz drin? Sechs. Ich mache hier einfach die Tür zu. Dann haben wir hier einen Eingang und das ist für mich ist das ein geschlossener Raum. Oh. Hallo? Schön buggy. Ja, ich würde sagen, burn, baby, burn. Ich hole mal das Ei und dann probieren wir das mal. Wie warm ich das da drin kriege. Du bist überladen. Ja, in der Tat. Ich würde sagen, ich zünde die Dinger von hinten nach vorne an. Jetzt haben wir da so einen Klotz, ey. Naja, egal, das bauen wir wieder ab. Also ich sehe schon Freiland. Wie wenn aus Freilandhaltung, das ist wohl nicht so das Ding. So. Ist auch nicht immer noch zu kalt. Vor allem Inventory, wie kalt ist es denn jetzt hier drin überhaupt? 23 Grad, das ist vorhin war es sogar noch wärmer. Okay. Ich will den nicht aufheben. Egal, ich setze jetzt hier nochmal die Lagerfeuer. 7. Und noch ein. So, reicht das jetzt? Ich meine, es sieht ja spektakulär aus, ne? Guck mal, da steht auch nicht mehr zu cold. Inkubation 0,9. Es wird was. Uiuiui. Jetzt kann ich nur hoffen, dass mir der kleine Scheißer nicht ins Feuer rennt und dann da einmal drin verglüht.
Apropos verglühen, ich habe Hunger. Zumindest zählt das schon mal als umbauter Raum. 0,6. Junge, 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 so kompliziert hatte ich das nicht in Erinnerung. ,5, die Hälfte ist geschafft. Was der Dodo nicht schafft, das brüte ich dann halt selber. Milch habe ich auch noch. Eine Flasche ist schon verdorben. Das geht fix. ,4. ,3. Wie ist denn das, wenn ich ein Feuer lösche? Ist ihm dann zu kalt? Ja, too cold, tatsächlich. ,2, 1, komm. Und 0. Ein befruchtetes Vivanei. Muss ich noch bis ganz bis 0? Ja. Inventar. So, mein Kleiner, du kriegst erstmal die ganze Milch hier. ,27 Grad. Reifeprozess. Was haben wir denn hier? Ein Männchen. Geht's dir denn hier? Verhalten. Folgen deaktivieren. Ich will nicht, dass der hinter mir herrennt. Braucht Zuwendung in 8 Stunden. Na, dafür habe ich ja hier meine Tante Nanny. Werden wir die Nanny mal hierher holen. Wie geht's denn dem kleinen Scheißer hier? Er scheint zumindest nicht kalt. Okay, männlicher Elektrovivern. Mein kleiner Gecko. Ja, Farbe ist jetzt, naja, ich will nicht sagen, nicht so der Hit. Also er ist jetzt nicht so farbenprächtig, aber niedlich ist er. So, dann wollen wir mal hier die Nanny mal an Land holen. Komm mal her, Mädchen.
Ich habe da mal einen ganz tollen Job für dich. Inventar öffnen. Hier die Flaschen gehen wir nochmal raus. Aufheben. Du bist ziemlich schwer. Die Nanny ist fett. So. Inventar. Echt so eine kleine Wutmutter hier. Egal. Du stellst dich hier mal neben meinen kleinen Drachen. Der wird vor allem auch mit der Zeit immer größer. Also irgendwann muss ich hier sowieso die Wände abbauen. Dir die Flasche geben oder kann ich die in den Vivern stopfen? 9. Wie lange halt? Eine Stunde. Und wie lange hält die in der Nanny? Ich glaube, das waren 2, ne? Minuten. Also liebe Nanny, bei aller Liebe, ich glaube, das überlasse ich meinem kleinen Vivan. Der kommt eine Stunde mit der Flasche aus. Okay. Hier steht jetzt aber nicht, dass ihm zu kalt ist irgendwie, ne? Nee. Packen wir mal ordentlich Holz rein. Dann machen wir mal Holzkohle, die ziehen wir schon mal überall raus. Kann ich nämlich hier die ganzen, die kann ich auch zerstören, die muss ich nicht aufheben. Ich kann sie auch nachher in den Grinder packen. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir mal einen Namen für den kleinen Gecko. Dinger kann ich auch noch anzünden. Mein kleiner Gecko. Flying Gecko. So. Und dann machen wir das hier nochmal ein bisschen kuschelig. Schalten die Tag- und Nachtfunktion aus und entzünden die Fackel. So, kann ich euch hier unbeaufsichtigt lassen oder fackelt mir hier gleich die Bude ab? Baby Blitzwiebern, Level 19, ein Männchen. Wenn es nachher ein Jugendlicher ist, dann frisst er auch Fleisch, dann braucht man sich nicht mehr mit der Milch rumärgern. Gut, dann grinde ich mal schnell die Lagerfeuer, weil die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Höchstens nachher beim Feuerwiebern-Ei. Aber da weiß ich ja, wie es geht. So, du da rein. Du kannst gleich mit da rein. Das grinden wir mal. Holen uns den ganzen Krümelkram da raus. Wie sieht denn hier überhaupt meine Metallproduktion aus? Hier könnten wir nochmal Metall holen.
aus der Pumpe, die geht nur 200. Hier auch noch mal 200 Metall. Und ich denke mal, dass wir nicht nur den Blitzwiewern bald fertiggestellt haben, sondern alsbald auch den Grinder. So, wo hat er mir jetzt das Ei reingeworfen? Da, die sollen da gar nicht hin. Alles gut soweit. Ja, das, diese Hatchery, diese SS Hatchery mit dem Dodo, der brütet dann wirklich bis 1%. Und der Rest, der läuft dann hier, wie wir eben gesehen haben, durch Handarbeit, indem man dem armen Drachen hier Feuer unterm Poschi macht. Hallo, mein Kleiner. Ja, ein Männchen. Ein Elektrowivern. Was gibt es denn so im Elektrobereich, was man mal so als Namen verwenden könnte? Das Ohmsche Gesetz kennt jeder. Da sind Watt, Ohm und Volt mit drin. Ampere, was gibt's noch alles? Wie gesagt, Nikolai Tesla. Aber ich möchte ihn nicht Tesla nennen. Ich krieg bestimmt Probleme mit irgendeinem Autohersteller. Namentliche rechtliche Probleme. Weil ja jeder ein Elektrowivern mit einem Elektroauto verwechseln könnte. Also, die dummen Markenanwälte, die würden das natürlich. Gut, während er jetzt hier... Na, Dodos, ihr wart eben so schön hier aus der Ecke raus. Und meine Schnecke versucht zu entkommen. Ja, das Häuschen ist ein bisschen dick. Das passt nicht durch die Gitterstäbe. So, Barren. Wir ziehen nochmal Barren und dann gucken wir mal, ob wir in der Zwischenzeit alles ziehen. Zack. Barren aus alten Metallen haben wir auch nicht mehr. 2414, das sollte auch noch gleich fertig werden. Perfekt, ich freue mich. Dann können wir den Grinder bauen, den Industrial Forge. Dann können wir nachher hier meine Brutstation wieder abbauen. Das sieht ja schrecklich aus. Hauptsache, es geht ihm gut und die Nanny kriegt keinen heißen Hintern hier. Reifeprozess 2%. Komm, mein Kleiner, hau dir mal eine Milch rein. Damit du groß und stark wirst. Ja, perfekt. Ich würde sagen, was sagt die Uhr? 28 Minuten. Ja, im Prinzip dauert es noch ein bisschen, auch bis wir genügend Metallbarren haben. In der nächsten Episode würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf das Projekt Industrial Forge. Lassen den Vivan langsam vor sich hinreifen. Ja, und dann würde ich sagen, stehen uns demnächst spannende Tage ins Haus. An der Stelle würde ich mich dann aber von euch verabschieden. Wem es gefällt, lasst mir ein Like da, macht einen Kommentar rein. Oder freut euch einfach daran, dass es Spaß gemacht hat. So, bis demnächst.